Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heathen80 mit einem weiteren Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja gerade eben noch Dr. Sleeps Erwachen vorgestellt in dem mittelmäßigen Steelbook. Aber ob es wirklich so mittelmäßig ist, guckt einfach mal das Video an. Aber vom weiter angucken doch eigentlich schon. Aber ich bekam ein Paket von meinem lieben Freund, dem Alex von Brett Media. Und er hat mir das Steelbook zugeschickt zu Eden Lake Cover D Version. Und ja, ein richtig cooles Mediabook von diesem Film. Ich finde diesen Film auch richtig genial. Ich habe auch schon die Erstauflage von NSM hier rumliegen. Und auch da wollen wir mal einen kleinen Blick riskieren oder ein bisschen Vergleich von den beiden Mediabooks machen. Aber zugleich später mehr. Wir gucken uns erstmal das Mediabook von Brett Media exklusiv an. Und was soll ich sagen, das Motiv gefällt mir richtig gut. Es gab noch drei weitere und die sahen so aus: Cover A, das Cover B und das Cover C. Leider alle auch schon ausverkauft und ich hatte nur extrem viel Glück, dass das hier noch mal online gegangen ist, denn ich wollte es eigentlich noch kaufen, aber habe es verpasst, aber das hier habe ich noch nicht noch kaufen können. Und ja, muss sagen, gefällt mir eigentlich von diesen vier eigentlich am besten, eben wegen diesen schönen Feuerstelle hier noch da. Also gefällt mir echt sehr gut, auch der Druck gefällt mir echt gut und ja, ist auch richtig dick. Das tue auch gleich nochmal hier. Und das Teil ist auf 111 Stück limitiert und ich habe die Nummer 100, also nee, Quatsch, hier Nummer 4 von 111 Stück. Sehr, sehr cool. Der Film geht 92 Minuten und ist wirklich ein richtig cooler Schocker. Gefällt mir echt richtig gut. Habe ich vor langer Zeit wieder gesehen. Und jetzt auf jeden Fall wird es nochmal in den Play landen. Den mache ich jetzt mal auf das schöne Mediabook. Und dann gucken wir uns das mal an. Und bis jetzt schaut das wirklich sehr cool aus. So, und dann haben wir hier dieses Motiv. Was bei dem Film geht, ja, da müsst ihr einfach mal hin an die Inhaltsbeschreibung mal durchlesen. Das werde ich jetzt nicht verraten. Hier schon mal ein kleiner Einblick, was es hier zu sehen ist. Und hier unten Eden Lake. Also ein sehr schöner Druck auch, sehr scharf. Nichts verwaschen, gar nichts. Und dann hier dann das Spine, Eden Lake. Oben das Brett Media Logo, unten Blu-ray und das DVD Logo. Und hinten drauf haben wir eben dann die Inhaltsbeschreibung von dem Film. Und wir erkennen ihn ja genau, dieses Magneto. Auch dieses Bild ist wirklich sehr scharf. Hier noch die ganzen Extras und die ganzen technischen Daten. Hier noch die Credits. Und hier eben dann die Limitierungsnummer Nummer 4 von 111 Stück. Und ja. Hier nochmal beim Spine muss ich aber was bemängeln, nämlich das hier gefällt mir nicht wirklich, dass es hier so rausschaut noch. Diese abgerissene Seite, die so ausschaut, das sieht man nämlich hier auch am Spine. Und das ist jetzt eher nicht so schön geworden, muss ich wirklich zugeben. Aber ansonsten, Mediabook ist wirklich sehr, sehr cool. Und würde mal sagen, damit gehen wir mal kurz in die Ego-Perspektive. Und da werden wir uns auch nochmal dann nochmal das Mediabook mit dem anderen vergleichen. Und mal sehen, wer hier besser abschneiden wird. Bis gleich in der Kamera. Jetzt geht es mal ins Eingemachte und jetzt gucken wir uns mal das Mediabook nochmal genauer an. Hier nochmal das Motiv, also das Motiv gefällt mir richtig, richtig gut. Schaut sehr stark aus. Hier haben wir das Bein, wie gesagt, das hier gefällt mir jetzt nicht wirklich. Egal wie man es hält, immer hier diese zwei Balken, sieht man auf jeden Fall. Und das gefällt mir jetzt nicht so ganz wirklich. Hier nochmal die Rückseite, auch hier das Bild ist gestochen scharf. Hier nochmal die Inhaltsangabe zu dem Film, einfach mal auf Pause drücken und hier die ganzen technischen Daten noch. Hier die Credits und die Limitierungsnummer und dann schlagen wir jetzt hier mal auf. Und dann haben wir hier schon mal dann die Blu-ray-Disc. So schaut es aus. Ja, das Motiv ist jetzt nicht so ganz sonderlich, aber hier dafür was ganz Cooles, nämlich ein zusammenhängendes Bild im Hintergrund, das schaut schon mal sehr stark aus. Und auch hier seht ihr mal, wie dick eigentlich dieses Mediabook ist. Also da muss ich sagen, ist das Brett Media wirklich ein bisschen dicker als das andere. Auch ein bisschen breiter ist es. Okay, so.
Papier blättern wir durch. Okay, da ist ein bisschen blöd, so blenden wir mal so. Und hier gibt es schon mal ein paar Bilder. Eden Lake, eine Retrospektive von Markus Hage. Das Zombie-Magazin. Aber auf jeden Fall schon mal wieder schön gestaltet hier mit diesen Bilderrahmen außenrum und hier den Blutspritzern. Das schaut wirklich sehr stark aus. Happy Slapping. Sind wir sehr viel Bild enthalten, aber auch Text schön gemischt. Und hier geht es dann weiter. Also finden wir ein recht blutiger Film, wie ihr seht. Hier noch Quellen und weiterführende Informationen. Und hier haben wir noch dann die DVD-Version. Und die schaut hier so aus. Und auch hier haben wir wieder das zusammenhängende Motiv. Mit dem Waldstück. Und ja, schaut doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und jetzt schauen wir uns mal das im Vergleich an. Also das Mediabook von NSM ist auch ein bisschen schmaler. Wie ihr hier seht, von der Größe ist es eigentlich gleich, nur von der Höhe ist es unterschiedlich. Und auch, ja, wir schlagen jetzt mal auf und haben eben hier dieses Motiv als Blu-ray-Disc enthalten. Und hier schaut es dann so aus. Mal so ein bisschen, dass alle beide hinpassen. So, ich bin einfach mal durch. Und so schaut das Mediabook von NSM aus. Ist auch sehr schön gemacht, aber die Seiten sind nicht so ganz fest wie jetzt die von Pretz Media. Lassen sich aber leichter blättern. Aber dafür ist das Booklet wesentlich dünner als das von Pretz Media, wie ihr hier seht. Also das ist auf jeden Fall dünner. Ist einfach zu wenig Platz hier. Und jetzt hier mal hochreißen. Also es ist wesentlich dünner, wie ihr seht, aber die Seiten sind auch wesentlich stabiler gemacht worden von Pretz Media. Aber trotz alledem, alle beide Mediabooks schauen wirklich sehr, sehr cool aus. Und möchte ich auch beide nicht mehr missen. Und ja, das war das Mediabook zu Eden Lake von Pretz Media mit dem Vergleich zum NSM Mediabook. Und damit geht es mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Mediabook von Pretz Media. Und ja, was soll ich sagen, ein richtig schickes Mediabook, muss ich wirklich sagen. Der Buchteil wirklich extrem dick, schön viele Bilder mit drin, schön gestaltet. Also hier gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Aber natürlich auch das Mediabook von NSM hat es auch in sich, gefällt mir auch sehr gut. Also wirklich beide Mediabooks sehr, sehr schick. Leider beide ausverkauft, also egal welche Edition eigentlich ist, ist ausverkauft. Also da wird es wirklich sehr schwierig, die noch zu bekommen. Und ja, trotz alledem eine schöne Veröffentlichung von Pretz Media. Bin ich auf die beiden Filme gespannt, die ihn raushauen wird. Rise of the Food Soldier. Black Jack kommt ja auch noch. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wie mir diese ganzen Mediabooks noch gefallen werden. Ja, das war's von mir. Wie gefällt der Film? Wie gefällt das Mediabook? Lassen wir Kommentare da, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und Beep.